Ja, heute etwas zu einer Langschiffchennähmaschine. Und zwar habe ich aus dem Hause Dietrich später, wie heißt diese, na, Vestas Nähmaschinen sind aus dieser Firma vorgegangen. Hier ist ein altes Langschiffchen, keine Ahnung, 1870 bis 1920 oder sowas um den Dreh. Das ist eine relativ alte Version, relativ Basis, aber eigentlich schon ganz schön durchdacht, gefällt mir gut. Ja, die ist jetzt noch nicht lange sauber, deswegen, wenn ihr mal dreckige Fingernägel seht auf diesem Video, es liegt daran, dass das ein kleiner Dreckspatz war. Dafür ist sie halt richtig schön geworden, finde ich. Sieht super aus. Geht heute, weil ich im Netz so viel Quatsch gefunden habe, um das Einfädeln, um das. Wie man immer spulen und so weiter, ne? Grobe Funktionsweise dieser Nähmaschine, wie man den Oberfaden einspannt und wie das alles so funktioniert. Das ist eine Basisversion hier mit Handrad. Ich habe mir Verstärkung geholt, Licht vom Nachbartisch, von der Nachbarmaschine. Gut, so viel dazu erstmal. Also Bauart ist das Modell Saxonia. Mehrere Hersteller, die damals hergestellt haben. Es war immer die gleiche Art und Weise. Ich kann auch hier mal kurz den Boden öffnen. Kann man eben mal so ein bisschen in die Eingeweide gucken. So sieht es dann von unten aus. Auch die gereinigte Version vorher sah das ein bisschen anders aus. Wir haben ja dieses große Schwungrad. Jo, ich kann jetzt leider mit einer Hand nicht zeigen, wie das, was hier unten passiert, wenn man oben dreht. Aber die Abläufe sind relativ einfach. Kein Hexenwerk, aber nett. Ich habe dazu ein paar von diesen kleinen Spulen. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann. Die haben vorne ein Loch. Ja, das Loch geht in diese Richtung nach vorne, hier vorne zum Spulmechanismus. Okay, wir haben erstmal den Faden, den holen wir oben runter. Die Anleitung, die ich habe, ist für zwei Löcher hier oben. Ich habe nur eins, deswegen fädel ich zweimal hier oben durch. Schau her. Ich habe hier oben durch das Loch gefädelt, einmal durch den Spannring. Dann geht es hinten durch an dem Halter entlang. Einmal hier durch. Sehr schön. So, in eurer Abwesenheit habe ich jetzt mal die Spule eingesetzt. Hier, dafür hier diesen Pin zurückgezogen. Eine Spitze hier reingesetzt, die andere in die andere Seite. Hier habt ihr zusätzlich noch dieses kleine, wo ist es denn? Da ist es. Das kleine Löchlein, na, hier vorne in dem Käppchen. Da kommt einmal der Faden durch, genau, und wird eingeklemmt dann hier vorne. Und dieses Löchlein, das hat einen Pin als Gegenaufnahme, damit es auch richtig fixiert ist und sich mitdreht. Dann bleibt jetzt also nichts anderes zu tun. Nochmal der Fadenweg hier runter, einmal durchs Öhr, einmal durch die Fadenspannung zurück, hinten, einmal runter, hier vorne. Ihr seht hier so ein Radius, der sorgt für die gleichmäßige Bewegung. Jetzt zeige ich euch, wie schön sich das aufrollen lässt. Hier einmal komplett wandert dann der Faden rüber. Das Maschinchen ist noch ein älteres Modell. Das macht interessante Geräusche, ist auch irgendwie nicht ganz so genutzt und geschmiert worden. Hier sieht man, wie sich das Teil dann nach und nach füllt, die Spule. Noch ein paar Informationen zum Spulen. Und zwar hier, also es ist unterschiedliche Bauarten gibt es. Manche sind hier zum Drücken, manche sind hier an der Seite zum Drücken. Und zwar, wenn es darum geht, den Kontakt herzustellen zwischen Handrad und dem kleinen Gummipuffer. Mal gucken, in welche Richtung ich drehe. Ups, ja. Ich will den Kontakt wieder lösen und kurbel hier. Oder drehe hier das Handrad oder dieses kleine Gummiteil vom Handrad weg, so dass ich hier frei wieder die Bewegung habe.
Und der Spulenmechanismus nicht mitdreht. Also hier, dann haben wir einen Mechanismus haben wir hier noch. Ich weiß nicht, ob ich das vor meinem Spulen gezeigt habe. Das Ding nervt mich ein bisschen. Der Abstand ist etwas groß. Ich weiß nicht, ob ich hier noch irgendwas umbauen muss oder sowas. Eigentlich löst man diesen Mechanismus aus und beim Spulen drückt dann diese kleine Klappe an die Spule. Und in der Anleitung, die ich habe für eine Saxonia-Nähmaschine, steht, dass am Ende automatisch diese Klappe wieder zurückspringt. Tut es bei mir nicht. Ihr seht hier, wie groß der Abstand ist. So viel Garn passt niemals in eine Spule. Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Auf alle Fälle, wenn die Spule drin ist und der Faden eingelegt ist, einfach Klappe hochmachen und dann wandert hier der Faden schön artig auf die Spule. Das wollte ich nochmal eben sagen. Das sind hier diese zwei Mechanismen. Einmal hier der Halter. Und einmal hier das Rädchen für die Annäherung und das Entfernen des kleinen Reibrades vom Handrad. Ja, weiter Genau. geht das mit dem Einlegen der Spule in das Schiffchen. Da haben wir jetzt hier einmal das Langschiffchen. Das ist eine Form, unterscheiden sich, wenn du die gleiche Größe hast, meist nur mit anhand der Feder oder wie zum Beispiel das Schiffchen eingesetzt wird. Hier haben wir vorne, ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann, die Aufnahme der Spule. Hinten ist auch ebenfalls ein kleiner Pin als Aufnahme. Wir setzen, beziehungsweise erstmal fädeln wir von innen nach außen. Ja, mache ich am besten mit der Pinzette ein bisschen mehr Kontrolle darüber. Und zwar unterhalb der Reling. Immer wenn es durch ist, flutscht es wieder zurück. Also, okay. Siehst du, unten von innen nach außen. Dann setzt man die Spule so rein, dass der Faden von unten kommt. Ja. Einmal vorne, einmal reinsetzen, hinten. Und es sitzt fest. Dann einmal wieder zurückfädeln. Und von hier aus, hier vorne ist eine, weiß nicht, sieht man das gut? Hier ist eine kleine Nut. Einmal durch die Feder ziehen. Hier vorne ist auch eine Federöffnung. Einmal durchziehen. Und dann, upsa, an der Feder vorne vorbei und hier wieder raus. Das ist schon die ganze Zauberei. Mach mal sehen. Einmal ging es von unten hier durch, einmal über diesen kleinen Steg, wieder zurück. Hier durch die innere Feder. Äußere Feder und einmal nach draußen. Okay, einmal zur Einfädelung des Oberfadens auf den vorderen Garnrollenhalter habe ich jetzt den Oberfaden befestigt. Geht der Oberfaden einmal hier durch die Aufnahme, einfach sinnvoll, einmal hier durch die Rille und hier durch dieses Schweineschwänzchen durchführen. Geht der Faden, ist jetzt natürlich doof, im Hintergrund ist weiß. Achtung, dreckige Fingernägel. Einmal geht es hier runter durch die Fadenspannung, die ist jetzt gelöst, weil der Fuß oben ist. Wenn ich den Fuß runter mache, ist die Fadenspannung fest. Sieht man hier ganz schön, funktioniert super. Jo, das ist es. Einmal geht es von hier aus, schwupps, unscharf, wieder nach oben. Diesen kleinen Halter. Und wieder zurück nach unten. Hier einmal durch den Nadelhalter. Hier ist eine kleine Öse dran. Einmal durchziehen und dann von vorne durch das Öhr. Die Nadel ist jetzt nicht so sauber ausgerichtet. Ist das auch noch nicht liebereit. Einmal mal zur Demonstration. Also hier oben nochmal durch dieses Schweineschwänzchen. Nach unten durch die Fadenspannung. Nach oben durch diesen Spanner. Und dann hier durch die Öse unten. Durch die Nadel von vorne.
Sehr schön. Okay, wenn man jetzt die Nadel nach unten gestellt hat, hier Nadelstellung unten, kann man wundervoll hier den Schieber aufmachen. Falls jemand gesehen hat, gerade wunderschön abgeplatzt. Im vorigen Video war das noch nicht so. Aber ist halt auch schon etwas älter und hier vorne ist halt auch ein bisschen angegammelt. Passiert halt dann schon mal. Okay, ordentlich rausziehen. Das ist jetzt noch nicht ganz so möglich. Also, was ist jetzt hier hinten? Okay, gut. Dann das ist die äußerste Position. Schiffchen einsetzen, einmal reindrücken. Sehr schön, was ich eben noch mal zeigen möchte. Hier zieht man, Schiffchen springt raus, ziehen. Ups, manchmal ist es auch sehr motiviert, übermotiviert quasi. Einmal Schiffchen rein. Klappe braucht man noch nicht mal zumachen. Es funktioniert eigentlich besser als als jetzt mit einer Hand. Zieht das Schiffchen beim Drehen des Handrads. Ah. Den Schieber hinter sich zu, weil es jetzt hier nicht so dulle funktioniert und ich den Oberfaden festhalten muss, Ja, weil weil es eben gerade so wundervoll funktioniert hat und ich habe euch einfach ausgedrückt. Also, während ich das Handrad gedreht habe und der Schieber sich quasi fast von selbst geschlossen hat, bis auf diese eine kleine Spalte, hat der festgehaltene Oberfaden den Unterfaden hochgeholt. Irgendwas funktioniert da. Wichtig ist, dass das Verhältnis stimmt, auch von der Nadeltiefe. Weil ich eine Nadel verwendet habe, die jetzt nicht unbedingt dafür geeignet ist, habe ich ein bisschen experimentiert, wie tief ich die Nadel stellen muss. Anscheinend habe ich jetzt die richtige Tiefe erreicht. Und zwar ist ja, dass hinter der Nadel ja auch so eine Schlaufe gebildet werden muss. Also wenn die Nadel wieder hochkommt, muss eine Schlaufe gebildet werden, dass das kleine Schiffchen dann da durchfahren kann und dass sich dann ein Stich bildet quasi. Hat hier anscheinend gerade funktioniert. Sehr schön. Beide Fäden gucken raus. Und gucke ich gleich mal, ob ich damit auch schon was nähen kann.